Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir werden uns heute die Oberfläche des Zylinders anhand von einem Beispiel ansehen. Wir haben folgendes Beispiel. Ein Zylinder mit R ist gleich 8 cm und H ist gleich 12 cm ist gegeben. Berechne dir die Oberfläche und fertige eine Skizze des Zylinders an. Runde außerdem die Ergebnisse auf ganze Zahlen. Wir brauchen für die Oberfläche eines Zylinders, wie im Einführungsvideo besprochen, die Grundfläche und die Mantelfläche. Von der Grundfläche wissen wir, diese ist r hoch 2 mal Pi. Das heißt, wir setzen nun für den Radius 8 cm ein. So erhalten wir g ist gleich 8 hoch 2 mal Pi. Gerundet entspricht dann die Grundfläche 201 Quadratzentimeter. Die Mantelfläche haben wir auch im letzten Video besprochen. Ist 2 mal r mal Pi mal h. Wir setzen wieder für r 8 ein und für h 11. Somit erhalten wir für die Mantelfläche rund 553 Quadratzentimeter. Nun setzen wir diese zwei Zahlen in die Formel der Oberfläche ein. Die Formel der Oberfläche ist 2 mal g plus m. Für g setzen wir 201 ein und für m 553. Somit erhalten wir für die Oberfläche 955 Quadratzentimeter. Im nächsten Video werdet ihr ein Beispiel zur Oberfläche des Zylinders selbstständig lösen.